Looking at the world today, wenn wir uns die heutige Welt anschauen, might easily forget, vergessen wir schnell, that the main purpose of our life, der Hauptlebenssinn, wir könnten es das Herz des Menschseins nennen, darin liegt, glücklich zu sein. All of us share the same wish, wir teilen alle den gleichen Wunsch, das gleiche Recht, Glück zu suchen und Leid zu vermeiden. Selbst einem spirituellen Pfad zu folgen oder ein religiöses Leben zu leben, ist eine Suche nach Glück. Im Fall des Buddhismus folgen wir, um letztendliches Glück in der Erleuchtung zu erlangen, folgen wir dem Dharma oder dem spirituellen Pfad. Man könnte denken, Erleuchtung, das ist nicht für mich, das ist nur für heilige Männer und Frauen. Ich möchte etwas Praktisches. Es gibt tatsächlich aber nichts Praktischeres, als Erleuchtung erlangen zu wollen. Denn was ist Erleuchtung, um es einfach auszudrücken? Es ist vollständig frei zu sein von Leiden, dessen Ursache Ignoranz ist, das zu reinigen und die letztendliche, andauernde Glückseligkeit zu finden. Bis wir Erleuchtung erlangen, ist, was auch immer wir an Glück erhaschen, zeitlich begrenzt. Wo können wir jetzt diese andauernde Glückseligkeit finden? In der Erkenntnis der letztendlichen Natur unseres Selbst. Alles liegt letztendlich in uns. Die Wahrheit liegt in uns. Das Glück liegt in uns. Wahres Glück und Frieden des Geistes kann überhaupt nirgendwo außerhalb von uns selbst gefunden werden. Es kann nur innen drin gefunden werden. Aber leider suchen wir immer nach uns außerhalb von uns selbst. Wie ein großer Meister gesagt hat, ist es so, als ob wir unseren Elefanten zu Hause lassen und nach seinen Fußstapfen im Wald suchen. In seiner Heiligkeit der Dalai Lama immer wieder gefragt wird, What is the art of happiness? Was ist die Kunst des Glücklichseins? Wie können wir Glückseligkeit finden? Dann habe ich Ihnen schon oft sagen gehört, gesagt, angenommen, dass Leid und Glückseligkeit bis zu einem gewissen Grade von äußeren Umständen und Situationen abhängt, aber letztendlich liegt das Glück wo? Im Geist. Denn letztendlich geht es darum, wie der Geist durch die fünf Sinne wahrnimmt und wie wir wahrnehmen. So wie Menschen Bodybuilding machen, sich um ihren Körper kümmern, um ihre Gesundheit kümmern, sodass sie fit werden und eine gute Gesundheit erlangen, so können wir auch unseren Geist trainieren. Unseren Geist und unser Herz, das heißt auch unsere Emotionen, sodass wir gesund werden im Geiste und Glück finden, das letztendlich tatsächlich in dir liegt. Generell gesagt, wird im Buddhismus der Ausdruck Dharma benutzt. Viele von Ihnen haben dieses Wort Dharma schon gehört. Das Wort Religion wird nicht so viel benutzt, aber das Wort Dharma. Andere Menschen nennen Buddhisten Buddhisten. Buddhisten nennen Buddhisten nicht Buddhisten. Weil Buddhist ist kein tibetisches Wort, das ist ein westliches Wort. Mir ist dieses Wort Buddhismus nicht so angenehm, denn es ist ja kein Ismus. Da aber alle natürlich es Buddhist und Buddhismus nennen, benutzen wir dieses Wort. Aber das wahre Wort ist Dharma. Das Dharma bezieht sich auf die Belehrung des Buddha oder den spirituellen Pfad oder die Spiritualität selbst. Das ist Dharma. Letztendlich kann man den Ausdruck Dharma auf verschiedenen Ebenen verstehen. Auf letztendlicher, absoluter Ebene ist Dharma die Wahrheit an sich. Auf der relativen Ebene ist es das Mittel oder der Pfad, um das zu erkennen.
Dharma ist der Pfad, aber Dharma ist auch die Wahrheit selbst. Now, so, therefore, really the purpose of therefore, having established that word Nachdem wir das Wort Dharma jetzt geklärt haben, liegt der Zweck des Dharma darin, das Dharmata zu verwirklichen. Was bedeutet Dharmata? Dharmata bedeutet die innewohnende Natur aller Dinge, denn Dharma ist die Wahrheit und wenn wir die innewohnende Natur aller Dinge erkennen, heißt das Dharmata. Der ganze Zweck des Dharma liegt darin, die innewohnende Natur aller Dinge zu erkennen, die innere wohnende Natur des Geistes und aller Dinge. Auf der letztendlichen, absoluten Ebene, gibt es keine Belehrung, es gibt keine Praxis. Ein großer Meister sagt, es gibt keinen einzigen Atemzug von Praxis zu tun auf der letztendlichen Ebene. Auf der letztendlichen Ebene gibt es keine Kategorisierung, aber auf der relativen Ebene, da das Dharma ja das Mittel ist, um die innewohnende Natur aller Dinge zu erkennen, um es zugänglicher zu machen, leichter verständlich, gibt es ein Mittel, eine Methode, eine Kategorisierung oder eine Herangehensweise. Ich benutze die verschiedenen Worte, um es verschiedenen Menschen anders schmackhaft zu machen. Für manche ist es das Mittel, für andere die Methode, für andere Kategorisierung, für andere Herangehensweise. Was auch immer sie bevorzugen, das wählen sie sich aus. Dharma, therefore you see, in this really the ultimate, in this we see, auf der letztendlichen Ebene gibt es keine Belehrung. Der Buddha selbst sagte, dass auf der absoluten Ebene, sagte er in einer der Sutras, ich kam in einer traumgleichen Weise und lehrte ein traumgleiches Dharma, traumgleichen Menschen, aber in der Wirklichkeit bin ich nie gekommen und habe nie gelehrt. Wenn man das Dharma jetzt auf der Ebene des Pfades, auf der relativen Ebene präsentiert, gibt es eine Kategorisierungsherangehensweise. Das ist sehr hilfreich für Menschen, denn es ist sehr strukturiert. Und das wird genannt Grund, Pfad und Frucht. Das heißt Grund, Pfad und Frucht. Was ist jetzt der Grund? Der Grund ist unsere ursprüngliche, innewohnende Natur. Wir können es auch die Natur des Geistes nennen, die auch die Natur aller Dinge ist. Generell gesagt, auf dem buddhistischen Pfad wird der Grund oft beschrieben als Buddha-Natur, auf Tibetisch, auf Sanskrit. Was die Buddha-Natur wirklich beschreibt, ist unser Potenzial für Erleuchtung, der Same für Erleuchtung in uns allen. Es gibt diesen berühmten Ausspruch, den ich auch im tibetischen Buch vom Leben und vom Sterben gesagt habe, ein Grund, zwei Pfade. Was bedeutet ein Grund? Auf der letztendlichen Ebene ist Buddhas und unsere Natur ein und dasselbe. Ein Grund. Warum heißt es jetzt zwei Pfade? Weil Buddhas ihre Natur erkannt haben. So wie wenn der Himmel wolkenlos ist, und der blaue, klare Himmel enthüllt ist und die Sonne strahlen kann, das ist wie die vollständige Erleuchtung. Aber in unserem Fall ist es bewölkt. Die Sonne ist immer noch da. Aber wenn es bewölkt ist, ist es uns nicht möglich, klar zu sehen. Der Himmel ist immer noch da, die Sonne ist da, das hat sich nicht verändert. Im Falle des Buddha hat er seine wahre Natur erkannt und deshalb ist er erleuchtet. In unserem Fall, weil wir nicht unsere wahre Natur erkennen, sind wir verwirrt oder getäuscht. Auf Tibetisch ist das Wort Marikpa, das ursprüngliche Wort für Ignoranz, das bedeutet auch nicht erkennen. Nicht erkennen ist die Wurzel der Ignoranz. Nicht unsere wahre Natur zu erkennen, es ist so wie unser Gesicht. Es ist immer bei uns, aber wir können es nicht sehen. Es
Es gibt eine berühmte Belehrung des Buddha, das Hevajratantra, eines der Belehrungen, Sie müssen nicht verstehen, was Hevajratantra ist, aber die, die es kennen, können sich darauf beziehen. Er sagte, alle Wesen sind Buddhas, aber das ist versteckt durch fremdartige Verunreinigungen. Wenn diese Verunreinigungen gereinigt sind, wird die Buddhaschaft enthüllt. Das heißt, alle Wesen sind Buddhas, aber sie sind zeitweilig verwirrt. Sobald diese Verwirrung beseitigt ist, sind sie wirklich Buddhas. Tatsächlich ist dieser Grund oder unsere Buddha-Natur in der Dzogchen-Tradition. Dzogchen ist bekannt als die Belehrung der großen Vollendung, sind auch die höchsten Belehrungen in der tibetischen Tradition, Dzogchen. Und dort wird der letztendliche Grund unseres Seins, der ursprüngliche Buddha, abgebildet, oder sein Name auf Tibetisch ist Kuntusangpo, auf Sanskrit Samantabhadra. Es ist interessant, denn Kuntusangpo, das tibetische Wort Kuntusangpo, Sangpo heißt gut. Das heißt, immer gut. Das bedeutet die unveränderliche Gutheit. Unsere wahre Natur ist diese unveränderliche Gutheit. Unsere wahre Natur. Das kann auch als Gott bezeichnet werden. Wir haben da verschiedene Ausdrucksweisen. Verschiedene Religionen sprechen auf andere Art und Weise, aber just as I have explained about the example so wie ich über das Beispiel des Himmels und der Wolken gesprochen habe, that you see, often even though the sky is clouded, obwohl der Himmel bewölkt ist, wenn wir uns aber in ein Flugzeug setzen und über die Wolken hinüberfliegen, finden wir diesen unendlichen Himmel, der niemals von den Wolken berührt worden ist. Die außergewöhnlich gute Nachricht ist, dass obwohl wir im Zustand der Täuschung uns befinden und wir Verdunklungen und Verunreinigungen haben, ist dennoch unsere Buddha-Natur immer perfekt und niemals befleckt. Das ist eine unglaublich gute Nachricht. Die Menschen wissen das oft nicht. Denn unsere Tendenz ist oft, wenn wir negativ sind oder wenn wir etwas Schlechtes tun oder wenn ein negatives Karma kommt oder eine Sünde begehen, ist die Tendenz der Menschen, dass sie denken, sie sind verdammt oder sie sind schlecht und fühlen sich auch so. Auf der relativen Ebene, ja, haben sie vielleicht etwas Schlechtes begangen. Sie haben vielleicht Verdunklung und noch mehr Wolken geschaffen. Aber letztendlich verändert sich ihre wahre Natur nie. Wenn man das in Bezug setzt mit den christlichen Lehren, dann steht dort, wir sind Kinder Gottes, wir sind Gott zum Bilde gemacht. Es gibt diese Göttlichkeit, diese Gutheit in uns. Wenn wir Kinder Gottes sind oder Gott zum Bilde gemacht sind, dann muss Göttlichkeit oder Gutheit in uns auch sein. Weil wir dieses Potenzial haben, gibt es deshalb auch Hoffnung. Wenn wir das nicht haben, dann gibt es keine Hoffnung. Dann vergisst es. Ich erkläre hier eine ganz hohe Belehrung auf einfache Art und Weise. Und often this ground or the ultimate nature the ground wenn wir über diesen Grund oder diese letztendliche Natur des Grundes sprechen, wir sprechen jetzt nicht über die Wolken, darüber sprechen wir später. Jetzt steigen wir etwas auf und sprechen über die guten Botschaft, über unsere letztendliche Natur, die Grund unseres Wesens, unsere wahre Natur. Wenn wir darüber sprechen, ist es mit drei Qualitäten ausgestattet. Der Grund ist mit drei Qualitäten ausgestattet. Sie sind bekannt als Essenz, Natur und Mitgefühl. Essenz, Natur und Mitgefühl. Es heißt, die Essenz ist leer, seine Natur ist erkennend, seine Mitgefühlsenergie ist unbegrenzt und alles durchdringend. Es kann etwas verwirrend sein, aber es wird Schritt für Schritt noch erklärt werden, um es einfach auszudrücken. Stellen Sie sich einen Himmel vor, leer, weit offen,
von Anfang an rein. So ist seine Essenz. Stellen Sie sich eine Sonne vor, strahlend klar, unbehindert und spontan präsent. So ist seine Natur. Stellen Sie sich die Sonne vor, die uneingenommen auf uns und alle Dinge strahlt und in alle Richtungen durchdringt. So ist seine Energie die Manifestation des Mitgefühls. Nichts kann es behindern und es strahlt überall hin. Das steht im tibetischen Buch vom Leben und Sterben. Wenn wir über die Essenz sprechen, das bezieht sich auf das Herz der buddhistischen Belehrung. Das zu erklären, die Essenz ist leer. Ich mag das Wort leer oder Leerheit nicht so. Wenn wir auf Deutsch das Wort leer benutzen, ist es so etwas Leeres. Es hat eine nihilistische Assoziation. So ist es nicht. Die modernen Lehrer sprechen von großer Offenheit, großen, weiten Offenheit. Das ist der Grund aller Dinge. Wenn es nicht den Raum gäbe, könnte nichts dieser Dinge hier erscheinen. Dank des Raumes sind wir. Verstehen Sie? Wenn wir jetzt diese Leerheit erklären, ich bevorzuge das Sanskrit-Wort, das Shunyata, auf tibetisch Tompani. Das ist eine sehr hohe Belehrung. Das geht sehr tief. Es gibt Abhandlungen, Bände darüber. Es gibt zwei Herangehensweisen in Bezug auf die Belehrung des Buddha. Es ist sehr umfangreich, seine Belehrung. Was der Buddha an sich direkt gelehrt hat, sind schon 108 Bände. Das sind schon über 1000 Seiten. Das ist enorm. Und gar nicht erst über die Arbeiten der großen indischen Meister zu sprechen. Das sind über 200. Und das schließt noch nicht einmal die Arbeit der großen tibetischen Meister ein. Es gibt diese umfangreiche Herangehensweise. Es heißt, man kann das Dharma auf umfangreiche Weise lernen. Diese umfangreiche Art ist die Herangehensweise der Gelehrten. Es gibt aber auch den Weg, wenn wir darüber hören, wie umfangreich es ist, dann verzweifeln vielleicht ein bisschen. Aber das Wunderbare an den Lehren ist, dass man sie auch essentialisieren kann. In Bezug auf die Gelehrsamkeit kann es sehr umfangreich sein. Aber wenn wir es praktizieren, muss es essentiell sein. Wie mit dem Essen. Es gibt vielleicht verschiedenste Zutaten im Essen, aber wenn es alles zusammen zubereitet, gekocht ist, wenn man es dann schmeckt, hat es einen Geschmack. So there is the approach of the yogi or the Gibt also die Herangehensweise des Yogi, der das Praktizieren. Und die Herangehensweise, die ich heute benutze, ist nicht die der Gelehrten, denn das würde viele Monate oder Jahre brauchen, sondern eher eine erfahrungsmäßige Herangehensweise, wie ein Praktizierender, wie er oder sie es angehen würde. Demgemäß gibt es also diesen gelehrten Weg, der sehr umfangreich, sehr komplex sein würde, aber erfahrungsmäßig kann das auch sehr essentiell sein. Wenn wir also über Shunyata, Tompani sprechen, die schlechte deutsche Übersetzung dafür ist Leerheit. Wenn man jetzt erklärt, was diese Leerheit ist, da gibt es einen wunderschönen tibetischen Ausdruck. Which of course is no help to you. Das hilft Ihnen natürlich nicht. But then, when you translate to English, wenn Sie das ins Deutsche übersetzen, hilft das vielleicht. Tag bedeutet dauerhaft. Che ist nicht existent. Antrava heißt frei von. Was das jetzt wirklich heißt, was große Leerheit oder Shinyata, Tompani oder große Offenheit bedeutet, heißt frei von Dauerhaftigkeit und Nichtexistenz. Okay? Das heißt, wenn wir uns die Welt anschauen, lassen sich alle großen Philosophien, alle Systeme in zwei Kategorien zusammenfassen, im Eternalismus oder Nihilismus. Buddhismus geht jedoch da weit darüber hinaus. Denn wenn wir die Dinge untersuchen, alle Dinge, alle Objekte, die wir haben, unser Problem ist, weil etwas existiert, wie zum Beispiel dieses Glas, weil es existiert, messen wir ihm Dauerhaftigkeit bei. Wir denken, dass es schon immer existiert hat und ist
dauerhaft und innewohnend unabhängig. Wenn ich aber dieses Glas fallen lasse, was ich jetzt nicht tun werde, aber wenn das Glas fällt und sich in Stücke zerteilt, dann gibt es kein Glas mehr. Es gibt nur noch Glasstücke. Und das kann man weiter und weiter zerteilen bis in die Atome. Und selbst Atome, sagen die modernen Physiker, existieren nicht. That's how actually science has actually, it is. The trouble with us is because when you examine deeply, unser Problem ist, wenn wir wirklich die Dinge untersuchen, tief untersuchen, dann ist nichts in dieser Welt wirklich dauerhaft. But then of course we worry, dann machen wir uns natürlich Sorgen und wir fangen an zu zittern und machen uns Sorgen. Wenn wir sagen, es existiert nicht, dann macht uns das Angst. But also the next sentence, der nächste Satz jedoch heißt, obwohl es nicht dauerhaft ist, ist es auch nicht nichts. Obwohl dieses Glas hier zum Beispiel nicht dauerhaft ist, ist es doch auch nicht nichts. Es ist ja da. Dieses Glas hier zeigt uns, dass es weder dauerhaft ist noch nicht existent. Now, to put it, we can go into very deep into this, but I won't go into deep tief einsteigen, aber ich möchte jetzt nicht in eine tiefe philosophische Diskussion einsteigen. Um es einfach auszudrücken, der Nutzen dessen ist, wenn wir wirklich erkennen, dass alles seiner Natur nach nicht dauerhaft ist. Denn unser Problem ist ja, wenn wir denken, etwas ist dauerhaft, fangen wir sofort an, danach zu greifen. Und diese Anhaftung ist die Ursache des Schmerzes, des Leidens. Da ja das, woran wir uns haften, nicht dauerhaft ist. Und wenn das auseinanderfällt, fühlen wir uns hintergangen. But from the very beginning, but the trouble is the deception is our own misconception. Diese Täuschung wirklich die Irreführung ist. Die Irreführung ist die Täuschung. Denn wir denken, es ist dauerhaft existent. Und wir greifen danach, weil wir denken, es ist dauerhaft. Und das ist die Ursache des Leidens. Wenn wir das aber wirklich untersuchen und erkennen, dass es nicht etwas gibt, was jetzt Tasse oder Glas heißt, das dauerhaft und unabhängig existiert, dann erkennen wir das, und das kann uns wirklich helfen, das Greifen loszulassen. Wir benutzen hier das Beispiel des Glases, aber das können wir auch noch auf eine tiefere Ebene beziehen. Im tibetischen Buch vom Leben und Sterben sind die ersten Kapitel dem Verständnis der Vergänglichkeit auf tiefe Art und Weise gewidmet. Und das hilft, das zu erkennen. Denn wenn wir erkennen, dass Dinge nicht dauerhaft sind, dann hilft uns das wirklich, uns von der Anhaftung zu befreien. Es ist nicht so sehr die Ursache des Schmerzens, dass das Glas nicht existiert, sondern dieses Anhaften daran. Wenn wir das wirklich erkennen, wirklich die Natur des Glases und der Dinge erkennen, wie sie wirklich sind, und erkennen, dass sie nicht dauerhaft sind, wenn wir unsere Anhaftung daran loslassen, wenn wir das von Anfang an erkennen, dann gibt es ohnehin keine Anhaftung. Sie würden doch zum Beispiel kein Geld in eine Bank investieren, von der Sie wissen, dass sie bankrott ist. Sonst wären Sie ja dumm. So therefore, it really teaches us to actually let go. Es lehrt uns also wirklich, unser Greifen, unsere Anhaftung loszulassen, denn das ist ja der Hauptgrund des Leidens. Gleichzeitig jedoch, wenn diese Tasse nicht existiert, ist es dann nichts? Nein, so ist es auch nicht. Es existiert ja, es ist hier, wir können es sehen. Wie ist diese Tasse erschienen? Aufgrund vieler voneinander abhängigen Bedingungen und Verbindungen. Wenn sie zusammenkommen, bringen sie es zum sich manifestieren. Sie sind nicht unabhängig, sondern gegenseitig voneinander abhängig. Wegen dieser gegenseitigen Abhängigkeit. Alles ist abhängig voneinander. Wir sind alle voneinander abhängig. Wenn wir jetzt als erstes erkennen, dass es nicht dauerhaft ist, dann können wir es loslassen. Wenn wir das erkennen, dann befreit es uns vom Greifen, von der Anhaftung. Das ist dann eine wirkliche Erleichterung.
wenn wir das wirklich loslassen können, kommt die Liebe, kommt das Mitgefühl. Denn das Greifen und die Anheftung blockiert die wahre Liebe, das wahre Mitgefühl. Ein großer Meister namens Milarepa sagte, Leerheit erkennend, habe Mitgefühl. Wenn du Leerheit erkennst und erkennst, dass die Dinge nicht dauerhaft sind, dann setzt das Mitgefühl frei. But then on the other hand also it's not nothing because if it's nothing then Seite ist es aber auch nicht nichts, denn sonst könnte man nicht sagen, lass uns Spaß haben, weil morgen sterben wir ohnehin. Aber so ist es nicht, es ist nicht nichts. Alles zählt, denn alles ist gegenseitig abhängig. Das heißt, alles ist fließend, alles ist voneinander abhängig, deshalb ist alles, was wir tun, sagen oder denken, hat Konsequenzen. Besonders unser Geist und unser Herz. Unser Herz und Geist ist die Ursache von allem, ist die Motivation. Es ist nicht so die Größe einer Handlung. Wenn wir eine religiöse Praxis machen, eine spirituelle Praxis, machen wir vielleicht nach außen etwas ganz Großes, ein großes Opfergabe, aber wenn die Meditation nicht so ist, dann ist das Resultat auch nicht. Aber wenn wir zum Beispiel etwas ganz Kleines darbringen, etwas Kleines tun, aber es eine reine Motivation hat, dann ist das Resultat, der Effekt davon ist. Therefore, you see, since how you say, since everything is interdependent, so therefore gegenseitig abhängig ist, we can be a powerful. Sind wir sehr machtvoll. Wir können diese gegenseitige Abhängigkeit auch verursachen. Alles, was wir sagen oder tun oder denken, hat Konsequenzen, deshalb Karma. Und wenn wir das erkennen, dann erkennen wir, dass wir verantwortlich sein müssen, dass wir ethisch sein müssen. Diese zwei Dinge können wir auf eine tiefe philosophische Ebene beziehen, aber auch auf eine sehr praktische Ebene. Das zeigt, wie wirklich die Natur der Dinge sind. Sie sind weder dauerhaft noch nicht existent. Weil sie nicht dauerhaft sind, können wir die Anhaftung loslassen. Das lässt uns das Greifen loslassen, was ja die Ursache von allem Leid und allem Schmerz ist. Gleichzeitig, dass ja auch nicht nichts ist, sondern existiert. Aber wie es erscheint, wegen der verschiedensten gegenseitig abhängigen Ursachen und Bedingungen. Deshalb, wenn wir jetzt es auf uns persönlich beziehen, sehen wir, dass alles fließend ist. Deshalb, was auch immer wir sagen oder tun oder denken, deshalb sagte der Buddha, wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken machen wir die Welt. Sprich oder handle mit einem reinen Geist und Glück wird folgen. Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht mit unseren Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir die Welt. Sprich oder handle mit unreinem Geist und Sorgen werden folgen. Deshalb müssen wir verantwortlich sein. Is that clear? So, of course, I'm just introducing. Ich stelle das natürlich hier nur vor. Es ist ein sehr tiefes Thema und kann viele Leben beanspruchen, um das zu praktizieren und die Bedeutung davon wirklich zu erkennen. Denn das zeigt die Essenz der innewohnenden Natur aller Dinge auf. Wenn wir wirklich genau hinschauen, dass die Dinge weder dauerhaft noch nicht existent sind. Wenn wir erkennen, dass sie nicht dauerhaft sind, befreit uns das vom Greifen, von der Anhaftung. Wenn wir auf der relativen Ebene erkennen, dass die Dinge erscheinen, aufgrund der gegenseitig abhängigen Ursachen und Bedingungen, müssen wir deshalb ethisch und verantwortlich sein. Ich beziehe das auf eine berühmte Belehrung des Buddha, das heißt das Herz-Sutra, das Weisheits-Sutra. Da sagt der Buddha, Form ist Leerheit, Leerheit ist Form. Die Form hier ist leer, das heißt, dass es nicht ein Glas gibt, das dauerhaft existiert, das unabhängig ist oder das dauerhaft existiert, das wir Glas nennen können. Deshalb sagen wir, die Form ist leer. Und dennoch ist die Leerheit Form, denn es ist ja nicht nichts. Denn die Leerheit erscheint in der Form der Form. So, in fact, when you realize this, wenn wir das wirklich tief erkennen, ist das Mitgefühl.
Mitgefühl auf der höchsten Ebene bedeutet, zu erkennen, dass die Dinge nicht dauerhaft sind und gleichzeitig auch nicht nichts sind. Das ist die Quelle des Mitgefühls. Wenn wir das jetzt wirklich auf uns beziehen, während die Essenz des Geistes leer ist, wie der Himmel, ist doch seine Natur erkennend wie das Licht der Sonne. Wegen der Leerheit erkennen wir, dass die Dinge frei sind von Dauerhaftigkeit. Wegen der erkennenden Natur erkennen wir, dass die Dinge nicht nicht existent sind. Alles erscheint aus der, manifestiert sich aus der erkennenden Natur heraus. Wir sprachen jetzt als erstes über Essenz, Natur und Mitgefühl. Die Essenz ist leer. Das ist gemeint, wenn wir über frei von Dauerhaftigkeit und Nicht-Existenz sprechen. Die Natur ist erkennen, das heißt, wenn wir genau hinschauen, sagen selbst die Wissenschaftler, wenn wir Materie auseinandernehmen, das zeigt schon in diese Richtung. Wenn wir Materie zerlegen, ist es letztendlich Energie und Licht. Und Licht. In fact, if you're a practitioner, a meditator, wenn wir Praktizierende sind, Meditierende und tief hinschauen und jenseits unseres gewöhnlichen Geistes schreiten und die himmelsgleiche Natur unseres Geistes erreichen, finden wir diesen Unendliche. Das ist etwas, was wir wirklich erfahren können. Wir können diese unglaubliche Offenheit erfahren. Diese offene Weite. Dieses unglaubliche Verstehen. Diese Quelle allen Mitgefühls. Unglaublich. Aber es ist nicht nur weit offen, grenzenlos. Weil es ja nicht nur leer ist. Was ist es? Es ist voll von Erkennen. Genauso, wenn wir tief in unseren Geist hineinschauen, dann ist die Natur des Geistes offen, grenzenlos. Wir können hier auch leer sagen. Ich habe ja dieses Wort genug erklärt, dass wir jetzt auch leer sagen können. Wir können sagen, die Natur des Geistes ist leer, aber nicht nur leer. Ein Meister sagte, die Natur des Geistes ist wie der Himmel. Wir sagen nicht, die Natur des Geistes ist der Himmel. Denn der Geist hat etwas, was der Himmel nicht hat, nämlich das Erkennen. Wenn wir genau hinschauen, haben wir dieses Erkennen. Was ist dieses Erkennen? Diese wissende Qualität. Wir haben das Gewahrsein. Haben Sie nicht ein Gewahrsein? Deshalb können Sie mich hören. Etwas, das versteht. Dieses Gewahrsein, dieses Erkennen. Wenn wir das wirklich erkennen, heißt das auch das klare Licht. Diese erkennende Natur. And then, when you unite, for example, wenn diese zwei sich vereinen, wenn wir genau hinschauen, ist es nicht, dass eins die leere Essenz ist und das andere die erkennende Natur, aber sie sind eigentlich in einer Einheit, die leere Essenz und auch die erkennende Natur. Sie sind untrennbar, wie der Himmel und das Licht, der Himmel und die Sonne. Und in dieser Einheit liegt eine unglaubliche Strahlkraft, wie die Sonne, die ausstrahlt, eine unglaubliche Energie. Und das ist das Mitgefühl. Das ist die dritte Qualität, das Mitgefühl. Ich essentialisiere das hier. Dieses Mitgefühl, wenn wir die letztendliche Natur erkennen, wir sprechen jetzt nicht von der Ebene der Wolken, sondern von der Ebene des Himmels. Wenn wir wirklich unsere letztendliche Natur erkennen, dann erkennen wir diese leere Essenz und erkennende Natur, dass sie nicht getrennt sind, sondern eine Einheit sind. Und da heraus kommt eine unglaubliche Strahlkraft, die wir Mitgefühl nennen. Und das hat drei Dinge. Weisheit, Mitgefühl und Kraft. Es gibt
Die Weisheit, die weiß, dass Mitgefühl das liebend und fürsorglich ist und die Kraft, die fähig ist zu befreien, zu schützen und fühlenden Wesen zu helfen und die erleuchtete Aktivität der Buddhas zu vollenden. Durch die Meditationspraxis sind wir fähig, jenseits unseres gewöhnlichen Geistes zu reichen, ihn zu reinigen und zur himmelsgleichen Natur unseres Geistes zu gelangen. Und da finden wir diese unglaubliche Offenheit, dieses Himmelsgleiche. Das ist die Leerheit. Dann beginnen wir auch, dieses gewaltige Licht zu erkennen. Das ist die erkennende Natur. Dieses Licht hat zwei Qualitäten. Diese Sonne hat zwei Qualitäten. Es hat dieses gewaltige Licht, diese Brillanz, das ist die Weisheit. Es hat eine gewaltige Wärme, das ist das Mitgefühl. Was tatsächlich geschieht, ist, ich denke manchmal, wenn der Geist gereinigt ist, ist das Weisheit. Wenn unser Herz gereinigt ist, ist es Mitgefühl. Oder wenn unsere Gedanken gereinigt sind, ist es Weisheit. Wenn unsere Emotionen gereinigt sind, ist das Mitgefühl. Wenn Weisheit und Mitgefühl zusammenkommen, entsteht eine ungeheure Kraft. Wenn die Sonne strahlt, gibt es Wärme und Licht und kann Leben geben. Es hat die Kraft, Wesen zu schützen und ihn zu nutzen. Das sind die Qualitäten des Buddhas, die Qualität der Erleuchtung, die in uns allen innewohnt. Das geht jetzt natürlich sehr tief, aber ich wollte Sie da wenigstens einführen. Es steht in den Lehren, selbst es zu hören, selbst wenn wir es noch nicht verstehen, seht es schon einen Samen. Es war jetzt der schwierige Teil. But now to put that in a very another way. Um das jetzt anders auszudrücken, ich möchte jetzt, dass Sie Ihren Geist verändern und, um es einfacher auszudrücken, ganz einfach. That's to say, you see, I was discussing with the number of my, Anzahl von meinen Lama-Freunden gesprochen, viele davon Lehren im Westen, große Lehrer, und habe sie gefragt, wie können wir ganz essentiell die letztendliche Natur kommunizieren, ganz auf einfache Art und Weise den Menschen nahebringen. Wenn wir über die Natur des Geistes und so sprechen, dann verwirrt das oft die Menschen. Wie können wir das? Und es geht ja darum, wenn wir es wirklich hinüberbringen können, wenn es erkannt werden kann, ist es von unendlichem Nutzen. Und jetzt will ich das mal so aus darlegen. Wir können zunächst erstmal sagen, wer sind wir? Sind wir unsere Gedanken, unsere Emotionen, unsere Geschichten? Alle diese Dinge, mit denen wir uns normalerweise identifizieren, sind wir das wirklich? Es scheint, als ob wir unsere Gedanken und Emotionen so ernst nehmen, dass wir ihnen so viel Bedeutung beimessen und sie so solide und wirklich betrachten, dass wir sogar, wenn wir uns gut fühlen und positive Gedanken haben, dass wir denken, das sind wir. Auf der anderen Seite, wenn wir uns schlecht fühlen oder negative Gedanken haben, denken wir, dass wir das sind. Was auch immer entsteht, reißt uns hinweg in eine Spirale von Geschichten und Illusionen, die wir so ernst nehmen, dass wir letztendlich nicht nur an sie glauben, sondern sogar zu ihnen werden. Wir quälen uns sogar damit und glauben, dass wir wirklich schlecht sind, wenn wir schlechte Gedanken haben. Everything that we normally associate wenn wir wirklich hinschauen, womit wir normalerweise uns in Verbindung bringen, als uns selbst, verändert sich doch ständig. Unsere Gedanken verändern sich, unsere Emotionen, unsere Geschichten verändern sich ständig. Wir sind nicht, wer wir gestern waren oder wer wir morgen sein werden. Wir sind auch nicht, wer wir in unserer Kindheit waren oder wer wir in unserem Alter sein werden. Wenn wir genau hinschauen, sind unsere Gedanken, Emotionen und Geschichten alle vergänglich und verändern sich ständig. Sie erscheinen, warum? Wegen der gegenseitigen Abhängigkeit, basierend auf Ursachen und Bedingungen. Sie haben ihre eigenen Lebensspanne und wenn diese erschöpft ist, dann verbleiben keine dieser Gedanken, Emotionen und Geschichten. Es ist interessant, vor ein paar Tagen habe ich mit einem Anwalt gesprochen, der in Sydney große Fälle übernimmt, der Millionen Fälle übernimmt.
Wenn er solche großen Fälle annimmt, dann macht er sich solche Sorgen. Jetzt hat er das aufgegeben und übernimmt nur noch kleine Fälle. So the thing is that he really realized that he worries and worries and worries. So he came to came to the retreat. Letztes Jahr kam er aufs Retreat. And he found it extremely helpful because he really realized that how to let go. Sehr, sehr hilfreich. Und er hat gelernt, wie er seine Sorgen loslassen kann. Er hat etwas sehr Interessantes gesagt. Unsere Tendenz ist, let's say we worry about A. Okay. Sagen wir mal, wir machen uns über A Sorgen. Für eine gewisse Zeit. Dann machen wir uns über B Sorgen und A haben wir schon wieder ganz vergessen. Then after a while we worry about C. Nach einer Weile machen wir uns über C Sorgen. It actually shows that actually worry about A is not really valid. Sich um A Sorgen zu machen überhaupt nicht berechtigt war, denn es hat sich eh schon aufgelöst. Then you worry about C and then you go back to A. Und dann sorgen wir uns über B, über C und dann gehen wir wieder zurück zu A. What we worry about is actually not so. Und das, worüber wir uns Sorgen machen, das hat oft keine Berichtigung. Es ist einfach nur der sich sorgende Geist. Und genau das Gleiche gilt für unsere Geschichten. Und dass wir denken, wir sind dies, wir denken, wir sind das. Und dadurch gehen wir auf und ab wie ein Jojo. Das Gleiche gilt auch für all die Dinge, mit denen wir uns normalerweise identifizieren, als seien sie so solide, dauerhaft und unabhängig. Wenn wir selbst den Körper untersuchen, können wir es zerlegen in Moleküle und kleinste Teilchen und so weiter. Und wenn wir uns den Geist anschauen und unsere Gedanken untersuchen, wenn wir über den Geist sprechen, seine Manifestation sind ja die Gedanken. Wenn wir also unseren Geist anschauen und unsere Gedanken untersuchen, wenn wir wirklich hinschauen, ist der vergangene Gedanke schon vorbei. Deshalb heißt es ja vergangen. Der zukünftige Gedanke ist noch nicht entstanden. In der Gegenwart, in dem Augenblick, wo wir einen Gedanken haben, ist er schon wieder vorbei. Denn wenn wir einen Gedanken haben, brauchen wir auch ein Objekt. Wir haben einen Gedanken über etwas nach. Und wenn wir darüber nachdenken, ist es schon wieder vorbei. Verstehen Sie das? Wenn wir uns das Vergangene anschauen, ist die Vergangenheit schon vorbei. Die Zukunft ist noch nicht entstanden. Und selbst der gegenwärtige Gedanke, in dem Moment, wo wir darüber nachdenken, ist er schon wieder weg. Der große Meister Degokenzo Rinpoche, der Hauptschüler meines Meisters Yamen Kenzi war, er wurde sein Erbe und wurde später zum Lehrer des Dalai Lama. Dieser große Meister hat oft gesagt, der vergangene Gedanke ist vorbei, der zukünftige Gedanke ist noch nicht entstanden. Diese Belehrung ist sehr hilfreich, wenn wir uns den Geist anschauen. Wenn wir etwas auf kontemplativere Art und Weise zuhören, nicht so voreingenommen, weil wenn wir mit Offenheit zuhören, eher meditativ und nicht einschlafen dabei, wenn wir wirklich hinschauen und das untersuchen, der vergangene Gedanke ist vorbei, der zukünftige ist noch nicht entstanden. Und wenn wir uns den gegenwärtigen anschauen, in dem Moment, wo wir beginnen zu denken, ist er schon vorbei. Wenn wir wirklich das erkennen, erkennen wir, dass es überhaupt keine Gedanken gibt. Wenn wir wirklich alles zerlegen, gibt es auch nichts, was wir als Geist bezeichnen können. Etwas nichts Greifbares, woran wir uns festhalten können und sagen können, das ist mein Geist. So, wer sind wir denn wirklich? Das heißt, was ist es, was wir sind? Das dauerhaft uns veränderlich, und das heißt auch, was ist die letztendliche essentielle Natur unseres Geistes oder unseres Wesens? Die Antwort lautet, in unserem grundlegenden Geistesstrom gibt es eine Klarheit, ein Erkennen, eine wissende Qualität des Geistes, die manchmal in den Belehrungen, der Dalai Lama nennt es immer, auf Tibetisch, auf Englisch heißt es, grundlegende
innewohnenden Geistes klaren Lichtes. Das ist letztendlich unser reinster Geist. Dieses Gewahrsein ist nicht nur mit unserem Geist verbunden, sondern auch mit unserem Herzen. Dieses Bewusstsein, diese wissende Qualität des Geistes, ist nicht nur das, was weiß, sondern auch das, was fühlt und versteht. Es ist nicht nur der reine Geist, es ist auch das reine Fühlen, das reine Herz. Selbst mitten unserer sich verändernden Gedanken, Emotionen und Geschichten ist unser letztendliches Bewusstsein, dieses reine Gewahrsein, dieses Kontinuum unseres Geistesstroms immer bei uns, dauerhaft und unveränderlich. Es ist schon immer bei uns gewesen und wird immer durch all unser Leben hindurch uns begleiten. Es war da, als wir jung waren. Es wird bei uns sein, wenn wir alt sind. Wenn wir glücklich sind, es ist da, wenn wir traurig sind, wenn wir unsere Höhen und Tiefen haben. Es ist bei uns, wenn wir einsam sind. Wenn wir das wirklich erkennen, werden wir nie mehr einsam. Es ist immer da. Das heißt, dass dieses grundlegende, reine Bewusstsein, dieses reine Gewahrsein, bis zur Erleuchtung andauern wird. Wenn wir das wirklich erkennen, können wir es auch als Buddha-Natur oder essentielle Natur des Geistes bezeichnen. Der Dalai Lama sagt, dieses Bewusstsein ist der innewohnendste, subtile Geist, wir nennen es auch Buddha-Natur, die Wurzel aller Quelle des Bewusstseins, das Kontinuum dieses Geistes, wird bis zur Buddhaschaft anhalten. Wenn wir sagen, wir haben das Potenzial zur Erleuchtung, dann ist es das. Es ist dieses grundlegende, reine Bewusstsein. Wenn wir tief in unseren Geist schauen, werden wir dieses finden. Wenn wir wirklich tief in unseren Geist hineinschauen, in unseren reinsten Geist, nicht in unsere Gedanken. Nebenbei gesagt, lassen Sie mich erklären, wir verstehen Gedanken auf zwei Art und Weisen. Manchmal denken wir, Gedanken sind die Dinge, die aufsteigen. Auch wenn wir meditieren, ne? In tiefer Meditation ist etwas, was aufsteigt. Wenn wir zum Beispiel eine Blume betrachten, sehen wir seine Schönheit. Wir sehen das, aber das ist noch nicht der Gedanke, der dualistische Gedanke ist das noch nicht. Diese Art von Gewahrsein haben wir alle. Es ist wichtig für einen Praktizierenden, das zu erkennen. Wir machen uns oft Gedanken, dass wenn wir ein Bewusstsein haben, wir denken, dass wenn wir meditieren, sollte alles nur einfach leer werden. Wenn man ein Glas wirklich lebendig sieht, fangen wir an, uns Sorgen zu machen. Oh, ich sehe das. Meine Meditation läuft nicht so gut. Actually, it is very good, you see this. Es ist aber tatsächlich sehr gut, dass Sie das sehen, sonst stimmt etwas nicht. Sie sollten noch klarer als vorher sehen. Wir sehen es klar, aber der Gedanke ist, wenn wir beginnen, uns darüber ein Konzept aufzubauen, einen Gedanken über etwas zu haben. Das, was vorher entstanden ist, nehmen wir dann als Objekt und der zweite Gedanke, der dadurch provoziert wurde, wird zum Subjekt und dann verwickeln sie sich. Das nennen wir Subjekt-Objektualität und das ist die Ursache von Samsara, von Verwirrung, von Leiden. Like for example, we can have all kinds wir haben of thoughts. Like you see, zum Beispiel viele verschiedene Gedanken. Selbst große Praktizierende, große Yogis haben sie verschiedensten Arten von Emotionen, die aufsteigen. Aber es ist nichts daran falsch, dass sie entstehen. Ärger kann kommen, Begierde kann kommen. Aber wenn wir anfangen, daran festzuhalten, dann entstehen die Probleme. Das Aufsteigen an sich ist kein Problem. Das Problem entsteht, wenn wir uns daran festhalten. Wenn die Dinge entstehen, erlauben wir ihnen einfach, sich zu erheben. Wir behindern es nicht, wir unterdrücken unsere Gedanken und Emotionen nicht. Was auch immer entstehen, lassen wir es entstehen. Aber wir schwelgen auch nicht darin, wir greifen nicht, wir machen keine Geschichte. Unser Problem ist, dass wir immer Geschichten machen. Und wenn wir viele Geschichten machen, nennen wir das neurotisch. And that's the cause of worry also, when you make mistakes. Das ist auch dann die Ursache der Sorgen, wenn wir so viele Geschichten ersinnen. Is that clear? So when we leave a mind just pure,
wenn wir unseren Geist einfach nur rein, frei lassen, im reinen Zustand des Geistes, im reinen Zustand des Geistes und tief in uns hineinschauen, dann ist der Geist ganz offen, weit offen, frei, rein. Da gibt es dann auch etwas ganz Lebendiges, etwas, was erkennen kann, eine wissende Qualität. Diese wissende Qualität ist das, womit wir arbeiten sollten. Leider ist diese wissende Qualität des Geistes vom Ego missbraucht worden, um zu greifen. Lassen Sie mich das Beispiel des Filmprojektors benutzen. Das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir uns einen Filmprojektor anschauen, steht als Beispiel für unseren Geist. Verschiedene Mechanismus in diesem Filmprojektor sind wie die Sinne, die zusammenarbeiten. Und der Film ist wie die Unbeständigkeit des Geistes. Und die Leinwand gleicht dem Phänomen, auf die wir projizieren. Wir können tiefer einsteigen und können die verschiedenen Sinne analysieren und das Sinnesbewusstsein. Das ist essentiell zu sagen, wenn wir wirklich hinschauen und in diesen Filmprojektor reingucken, in sein Herz, also in das, was dahinter steht, hineinschauen und fragen, wer ist verantwortlich? Dann gibt es da eine Glühbirne. Eine Glühbirne? Hallo? Is about. That's giving light. Eine Glühbirne, die Licht gibt. Without this light, ohne dieses Licht, there's no cinema. Gibt es kein Kino. That light is the knowing quality dieses Licht entspricht der wissenden Qualität des Geistes, der erkennenden Natur. Without this light, there ohne is no dieses cinema. Licht gibt es kein Kino. The light is misused dieses by the cinema. Licht wird missbraucht durch das Kino, aber was unglaublich ist, dass das Licht niemals wirklich im Kino involviert ist. Das ist das Schöne daran. Es ist niemals wirklich im Kino involviert. In der Verwirrung ist unsere wahre Natur eigentlich nicht involviert. Und die großen Meister, wenn sie ihre letztendliche Natur des Geistes erkannt haben, sind sie vollkommen befreit vom Greifen. So, you see, this fundamental, this you see, the pure mind is called. Dieser grundlegende reine Geist called by many names. Hat viele Namen. It's called, as I mentioned, in the kind of one tradition of Tibetan Buddhism. In einer großen Tradition des tibetischen Buddhismus, in der Sama-Tradition. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nennt es oft. Er nennt es oft die grundlegende innewohnende Natur des klaren Lichtes. Auch im Mahamudra, im Dzogchen, das sind die höchsten Belehrungen in der tibetischen Tradition. Da heißt es, das bedeutet übersetzt, Tama bedeutet gewöhnlich und Shepa ist der Geist, das heißt gewöhnlicher Geist. Einige Meister, wie zum Beispiel Shugyam Trungpa Rinpoche, haben es übersetzt als Weisheit des Gewöhnlichen oder gewöhnliche Weisheit. Warum hier das Wort gewöhnlich? Wenn man wirklich hinschaut, ist dieser reine Geist, dieses klare Licht, ist unser gewöhnlicher, eigentlich unser natürlicher Geist. Unser natürlicher Geist. Es ist unser gewöhnlicher Geist. Was außergewöhnlich ist, ist die Verwirrung. Die Verwirrung ist außergewöhnlich, aber die Weisheit ist gewöhnlich. It's called ordinary in a sense the natural. Now, don't, gewöhnlich im Sinne von natürlich, nicht gewöhnlich von gewöhnlich, sondern gewöhnlich nicht im Sinne des Banalen, sondern gewöhnlich im Sinne von natürlich, der natürliche Geist, ihr natürlicher Geist. Das Unglaubliche am Buddhismus ist, dass es hinreicht bis zu ihrer wahren Natur und es bezieht sich so auf unsere heutige Zeit, da ja jeder wissen will,
Alles geht ja um dieses Ich, ich, ich. Me, me, me. Me, ich, ich, ich. Ich brauche etwas für mich. Es ist ja mein Pfad. Das ist meine Sache. Ihre Natur des Geistes ohnehin. Sie sagen wollen, sie wollen ihren Pfad, ihre Erleuchtung, ihre Spiritualität finden. Deshalb geben wir ihnen das jetzt. Was ich sagen will, ist, wenn wir wirklich diesen reinen Geist erkennen, dann ist das ihre wahre Natur. Und das Unglaubliche ist, dass wir das alle haben. Wir haben das alle. Alle Wesen haben das. Und darin liegt das Potenzial oder der Same für die Erleuchtung. So, the trouble with us is, of course, unser Problem ist, dass das Ganze sabotiert worden ist. Es ist vom Ego für das Greifen missbraucht worden. Es geht also in der Meditation einfach und im spirituellen Pfad einfach darum, den Geist vom Greifen zu befreien, damit es zu seinem wahren Wissen zurückkehren kann. Warum ich das heute mit Ihnen teile, ist, weil es so wichtig ist. Wenn wir das wirklich erkennen würden, ich glaube, die Menschen haben keine Ahnung. Heute hatte ich ein Interview mit einer Dame, die eine Zeitung von Melbourne repräsentiert. Sie hat sich große Sorgen gemacht um diese Weltsituation, über die Kinder, dass wir so gestresst sind, dass die Kinder so gestresst sind. Und es gibt so viel Stress und so viel Lärm. Und es hat mich wirklich berührt. Sie hat mich die Welt, in der wir uns befinden, die Situation und wie wir damit wirklich klarkommen können mit der Situation des Lärms und der Verwirrung und dem Stress. Und es gibt so viel Druck. Ständig Druck, alles wird immer teurer, wir müssen immer mehr Geld machen. In Tibet kosteten die Häuser fast gar nichts. Früher zumindest war das so, vielleicht ist es jetzt mehr, aber es wird hier alles so viel teurer, alles wird teurer und teurer und wir müssen immer mehr Geld machen. Deshalb gibt es mehr Druck. Wie können wir so einer Situation gewachsen sein? Das ist natürlich eine Wirklichkeit, die wir jetzt nicht verändern können. Wir hoffen, dass wir das irgendwann ändern, aber wie können wir damit umgehen? Wenn wir tatsächlich zurückkehren und unsere eigene Mitte wiederfinden, diesen Geistesfrieden, die Natur des Geistes entdecken und davon einen Funken Einsicht haben, dann ist es außergewöhnlich befreiend. Besonders wenn wir besorgt sind. Heutzutage gibt es so viel Angst, so viel Sorge und Angst. Wie können wir das überwinden? Indem wir unsere eigene Mitte finden, unseren eigenen Raum. Wenn wir das entdecken, dann können wir inneren Frieden, innere Stärke finden. Selbst wenn die äußere Welt so komplex erscheint, gibt es eine Einfachheit auch innen drin. Ein Meister nannte es sorgenfreie Würde. Obwohl es äußerlich vielleicht komplex erscheint, sind wir doch innerlich ganz einfach. Wenn wir das erkennen, können wir mit vielen Dingen umgehen. Dann, wenn wir diesen Frieden in uns tragen, können wir viel fähiger werden, viel mehr mit Dingen arbeiten, mit viel weniger Stress. Das ist natürlich nicht leicht, das benötigt Disziplin. Denn sind ja die Gewohnheiten, so stark und diese Gewohnheiten bringen uns die Sorgen, bringen den Stress und die diese gewohnheitsmäßigen Muster entwickeln, die das Leben schaffen, das wir führen. Die Dame sprach über Drogen und die Drogensituation und die jungen Menschen. Sie hat sich sehr besorgt. Manchmal benutzen Menschen Drogen, weil sie sich langweilen. Besonders heutzutage gibt es kein Gut und Schlecht, sondern was Spaß macht oder langweilig ist. Darum geht es. So, actually, they think. Wenn wir aber unsere letztendliche Natur entdecken, macht das außergewöhnlich viel Spaß. So viel Spaß.
so viel Glückseligkeit, so viel Freude, so viel Freiheit. Wir brauchen dann keine äußeren Stimulantien mehr, wir brauchen gar nichts mehr. Wir haben alle Glückseligkeit, die wir nur brauchen. Das haben wir in uns. Allen Frieden tragen wir in uns, alle Stärke, die wir brauchen, tragen wir in uns selbst. Und wenn wir praktizieren, selbst für mich, ich bin weder gelehrt, noch sehr verwirklicht, aber durch die Güte meiner Meister, durch etwas Praxis, erfahre ich jeden Tag. Es ist nicht etwas, was ich nur einmal erfahre. Es ist nicht nur, dass ich mal Glück hatte. Aber es passiert regelmäßig jeden Tag. Jeden Tag, wenn wir praktizieren, sehen wir die Veränderung und erkennen diesen anderen Geisteszustand. Wir sind frei, offener, mitfühlender, weiser, geschickter, können unser Leben leichter handhaben und sind authentischer. Deshalb gibt es keine Zweigeteiltheit. Das ist etwas, was uns in jedem Aufgabenbereich hilft, auch in der Geschäftswelt. Ich habe mit einigen Geschäftsführern in Australien gearbeitet. Letztes Jahr habe ich schon ein Seminar gegeben mit einer Gruppe von oberen, hohen Geschäftsleuten. War ziemlich erstaunlich. Sie hatten viel Interesse daran. And then this year I'm doing 2 days. Und dieses Jahr werde ich 2 Tage veranstalten, damit sie noch mehr Erfahrungen machen können, dass sie wirklich Erfahrungen machen. Denn wenn jemand eine Führungsposition innehält, gibt es viel Stress. Und wie soll man da das führen? Wie soll man authentisch sein? Wie soll man eine gute Führungsperson sein? Wie wird man transparent? Wie kann man das leben, was man sagt? Manchmal müssen wir das eine darstellen in unserer Familie, das andere im Geschäft, aber das muss nicht so sein, wenn wir authentisch sind, so wie der Dalai Lama. Ich weiß, seine Heiligkeit der Dalai Lama hat gesagt, auf einer Konferenz mit buddhistischen Lehrern haben wir darüber gesprochen, wie wir den Westen lehren, und jemand hat sehr ausführlich darüber gesprochen, wie wir für den Westen wirklich den westlichen Geist verstehen müssen. Und seine Heiligkeit sagte, oh, ich weiß nichts darüber, ich bin einfach nur ich selbst. Ich bin einfach nur ich selber und das funktioniert. Er ist einfach nur er selbst. Ganz rein. Wenn wir authentisch sind, funktioniert das. Dann braucht es keine Übersetzung. Wenn wir authentisch sind, der Dalai Lama sagt, ist immer gleich. Im Privatleben und im öffentlichen Leben. Wir können auch so sein. Dann werden wir einfach frei. Dann haben wir nicht mehr so viel Sorgen. Wir können gesund sein. Wir haben einen gesunden Geist, einen gesunden Körper. Auf der anderen Seite, wenn wir dieses klare Licht erkennen, wir suchen ja alle danach, wirklich zu sagen, wer sind wir? Wer zum Teufel bin ich? Dieser alte Ausspruch, kenne dich selbst. Wir sind nicht unsere Geschichten, unsere Emotionen, unsere Gedanken. Das erkennen wir. Wir sind nicht mal dieser Körper. Natürlich bis zu einem gewissen Maß sind wir unser Körper, unsere Gedanken sind auch wir, unsere Emotionen sind auch wir, ja. Aber wenn wir genau hinschauen, was ist dann das in uns, was unveränderlich ist, was immer bei uns ist? Das ist diese essentielle Natur unseres Geistes. Wenn du das erkennst, dann entdeckst du den letztendlichen Kumpel. Auf der höchsten Ebene in Australien steht der Kumpel. Die höchste Philosophie ist der Kumpel. Es ist ein wahrer Freund. Wenn wir diese unveränderlich entdecken, wenn wir das entdecken,
wir mitten im Aufruhr stehen, in der Verwirrung und trotzdem stabil bleiben. Denn die Stabilität liegt im Verständnis unserer wahren Natur. Dann werden wir wie ein Fels, was auch immer für Winde oder Wetter um uns herum herrschen. Es wird nur in seiner Schönheit geformt und wir werden zu einem wahren Krieger. So that we're really discovering this really Entdecken der inneren Natur unseres Geistes, der wahre Schlüssel.